Hi, ich nehme euch heute in meinen Alltag mit, weil wir dürfen ja nicht rausgehen. Wie ihr seht, meine blaue Haare ist nur noch so halb vorhanden. Ich habe mir jetzt insgesamt 18 Mal meine Haare gewaschen innerhalb von 24 Stunden. Und ich wollte euch zeigen, wie ich meinen Tag zu Hause heute gestalte. Erstens, ich habe heute ausgeschlafen. Zweitens, ich habe schon gefrühstückt. Drittens, ich habe jetzt von meiner Mom hier sowas geklaut. Soll ich auch holen? Und die sollen wohl mega gut gegen, keine Ahnung, was sein, auf jeden Fall. Sieht man ja Insta immer diese ganzen Ampullen. Oh! Oh, die riechen wie Parfüm. Fuck. Ist das vielleicht diese Parfümpröbchen? Ah, nee, das ist eine H Vital 7 Tage Ampullen Gesichtskur. Mama, du kannst sie jetzt noch 6 Tage machen. Boah, das ist doch viel zu viel. Ugh. Alter! Ey! Ich mach mal kurz hier, ne? Ihr seht selber, ich mach mal kurz meine Fingers. Auf jeden Fall. Ist heute Freitag. Eigentlich ist Freitag immer so, ja Mann, heute ist Party. Aber nee, ich mache heute Party alleine oder mit meiner Familie, weil ich stay at home. Und ich hoffe, ihr macht es auch alle. Wenn nicht, dann kriege ich das mit Sanders zu tun, ja? Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, aber die Welt ist auf einmal ganz still. Ich höre nicht mal meine Geschwister. Ich fühle mich so, als ob ich auf einmal allein hier wäre. Eigentlich müsste ich mich jetzt nach draußen setzen. Ich höre den Biban. Du hast mein Traum jetzt verpasst. Ich habe überlegt, jetzt ein Gedicht zu schreiben. Vielleicht lese ich euch das später vor. Ein guck, was ein Look to do ist, später. Aber ich kann es euch nicht versprechen. Je nachdem, wie meine Poesie heute ist und so, ne? Ja. Leute, nachdem ich jetzt 4 Stunden lang draußen saß, habe ich ein Gedicht für euch verfasst. Nur für euch. Rosen sind rot. Gelb ist die Biene. Ich kann nicht dichten. Waschmaschine. Ja. Ja. Leute, wisst ihr, warum die 19 hier hängt? Ich sag's euch. Weil ich hab 19 Verehrer. Leute. In der Zeit, wo wir alle zu Hause bleiben müssen, müssen wir ja auch was Gesundes machen. Deswegen gibt es jetzt lecker ganz lecker Nutella auf den Tisch. Ich überlege für euch zu tanzen. Oh yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Nutzt die Zeit, um euch ein bisschen zu bewegen. Oh yeah, yeah, Party hard in the air. Bielefeld, let's go. We drive into the not city, we stay all at home. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. So Friends, nach einer kurzen Pause, die ihr nicht mitbekommen habt, habe ich überlegt, mir Nudeln zu kochen for some food. Yeah! Also jetzt zeige ich euch das einfachste und beste Rezept für Tomatensauce, und zwar braucht ihr einmal Schmand und einfach passierte Tomaten. Das stimmt ihr ab auf eine etwas heller rotere Farbe und dazu Salz und Pepper und ein paar italienische Kräuter und dann ist es das niceste Gericht ever. Ihr seht's gleich. Leute, meine Nudels sind jetzt fertig und ich brauche noch ein paar italienische Kräuter. Da brauche ich immer Just Spices. Alles selber gekauft. Weil ich wurde auch von den ganzen Influencern beeinflusst. Aber ich muss sagen, das bockt eigentlich schon nicht. So, ne, ich bin ganz ehrlich. Und ich mache da immer so ein bisschen drauf. Den Rest verschmiere ich an meiner Hose, weil kein Bock, einen Napf zu benutzen. Und jetzt lasse ich mir das schmecken, schmecken, schmecken. Ich zeige es euch jetzt nochmal hier. Leute, ja, meine Haare sind noch echt etwas blau. Aber es schmeckt so nice und ich lasse mir das jetzt schmecken. Und ich würde sagen, mein Twilight-Marathon beginnt jetzt und ich verabschiede mich für heute. Ich liebe euch alle und ich wünsche euch ganz viele schöne Tage zu Hause. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Macht Sachen, die ihr sonst nie macht. Chillt. Leute, ganz ehrlich, ihr wolltet immer chillen. Jetzt könnt ihr chillen. Goodbye. Ciao, ciao. Mua. Ciao, ciao. Mua.